Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder weiter in Wolfsburg bei Basti, Firma TDD. Grüß dich. Gerade noch mit dem Audi bei Grip zu sehen. Mhm. Jetzt geht's zum nächsten Projekt. Das wird krass. Langzeitprojekt, wie man auf jeden Fall sieht. Wobei Langzeit nicht so lange bisher gar nicht machen. Das ist eher ein Langzeitprojekt hier. Ja, genau. Das waren ja jetzt schon 20 Jahre und jetzt sind wir seit, also ich bin da ja seit November bin ich jetzt schon. Wir haben es ja schon mal so ein bisschen angespoilert. So, also die Leute wissen schon grob, wie es wo geht und wir haben gesagt, wir müssen das auf jeden Fall zeigen. Das werden auf jeden Fall ein paar Videos mehr, das können wir jetzt schon sagen, weil das muss man einfach in der ganzen Zeit so ein bisschen... Ja, das sind viele Baustellen, die da gemacht werden müssen. Ne? Fängt ja halt jetzt erstmal mit der Karosse kürzen an. Ne? Wir gehen mal direkt. Ja, genau, wir steigen am besten. Erstmal von vorne hier, weil von vorne sieht das immer am krassesten aus. Das ist ein Anblick, ne? Man kann sich da nicht so erzählen, ne? Erstmal ganz kurz für denjenigen, der es nicht sofort erkennt. Was hast du hier vor? Das ist ein ursprünglich ein Audi Coupé, Baujahr 84 ist das gewesen. Mhm. Wird jetzt oder ist jetzt ein Audi S1 E2, was der Walter ja nicht ganz zum Schluss gefahren ist, aber fast zum Schluss in der Rallye damals. Ne? Mhm. So, davon gab es halt auch mal einen Nachfolger, das war dann der Pikes Peak. Das war dann die allerletzte Version, die mal gebaut worden ist. Der hat dann halt noch ein bisschen mehr Flügel. Der sah so richtig wild aus. Ja, ne? Da nochmal ein Spoiler auf dem Spoiler, hinten genau das gleiche nochmal. Der sah nochmal ein bisschen krasser aus halt. Ne? Wann ist er mit dem Auto gefahren? Wann war das ungefähr? Oh, das war... Muss ja dann auch in der 80er gewesen sein? Ja, in der 80er, ja. Ich glaube so 86, 87, glaube ich, in den Dreh. Ne? Ist eigentlich immer witzig, weil es gerade so in unserer Generation hypen ja schon extrem viele so diese 5-Zylinder, diese S1 und so weiter. Mhm. Dafür, dass wir es einfach gar nicht live eigentlich mitbekommen haben, weil als kleines Kind hast du ja nicht vom Fernseher da gesessen und sich angeguckt. Ja, ich habe es da vielleicht noch teilweise so mitgekriegt noch, weil ja, 81er Baujahr, das ist noch meine Zeit. Also ja gut, da warst du ja auch noch 4 Jahre, 5 Jahre alt. Deswegen, ne? Und da sitzt man jetzt ja nicht vom Fernseher und denkt, sagt, Papa, ich will jetzt hier Rallye gucken. Nee, dann ist überhaupt die Frage, ob es 85 schon so Fernseher gab. Keine Ahnung, wie viel man da so Fernseher geguckt hat. 85? Weiß ich nicht mehr, wenn ich mich dran erinnere. Mich brauchst du nicht fragen. War halt nicht unsere Zeit. Aber trotzdem ist halt dieser Mythos. Also ich bleibe nach wie vor dabei. Ich glaube, es wird schwer, ein Auto zu finden von der Legende her. Also jetzt gar nicht unbedingt bezogen auf den S1, sondern alles, was mit 15er zu tun hat, der so krass gehypt wird wie die. Ja, das stimmt. Ja. So, weil da hat ja VW hat gar nichts in der Richtung, was so krass geht. Porsche eigentlich auch nicht, weil bei Porsche ist es ja eher so, dass es ganz viele verschiedene Autos über die Jahre gab. BMW. Ja, also die hatten ja ein paar Autos auch gehabt. Auch VW hat ja damals den Golf 2 mit dem Bimotor. Ja, aber das, ja, das waren alles die letzten Stufen, das war auch diese Pikes Peak Version, war das ja noch. Ja, aber da ist ja niemals so eine Legende raus entstanden. Nee, also wenn es um Rallye geht, dann ist immer bei jedem im Kopf immer nur der S2 im Kopf. Ne? Deswegen. Also jeder. Also egal, wen du jetzt fragst, wenn die mit Rallye auch nichts zu tun haben, das Auto kennen sie auf jeden Fall immer. Ne? Ja, das muss schon wilde Zeit gewesen sein, ne? Auch wie man mit so einem Ding... Coole Zeit eigentlich. Ne? Und du hast aber nicht vor, das ist jetzt nämlich die nächste Frage, aus den 80ern, soll das Ganze möglichst original werden oder wie ist die Szene da so? Was kannst du jetzt nach den ersten Monaten so erzählen? Nee, also ich würde da jetzt nicht 100% original bleiben. Ne? Das ist erstmal finanziell gar nicht, kriegst du gar nicht gestemmt, die ganzen Originalteile. Auch wenn du so Replikateile kriegst oder so, das ist auch, naja, die sind ja einigermaßen bezahlbar, aber ich bin da eher so, das kennst du ja schon vom Audi, halt immer so neue Technik im alten Kleid, ne? Das finde ich ein bisschen cooler. Also für mich persönlich finde ich das ein bisschen besser. Aber für so ein S1 kannst du gar nichts bei Audi kaufen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie da hingehen und sagen, ich würde gerne eine Tür kaufen oder sowas. Nee, kriegst du nichts. 0,0 wirklich. Gab es diese Teile aber mal zu kaufen oder gab es eh nie? Gab es auch nicht. War immer Rennsport schon. War schon immer Rennsport. Wenn, dann müsstest du irgendjemand aus dem Rennstall gekannt haben, dass du halt die Teile gekriegt hast. Aber so eine Sache, wenn du sowas kriegst, ich weiß nicht, so ein Originaler wird ja, glaube ich, bei 2,5 gehandelt. Millionen. Millionen, genau. Deswegen, also wenn du mal so ein Originalteil hast, das ist ja unfassbar viel wert. Wie viele Originale gab es davon? Ich glaube, irgendwas knapp über 40 Stück. Ne? Echt auch so viele? Ja. Ja, viele wurden ja auch damals wirklich von den Rennstählen, die wurden dann verkauft. Wenige im Besitz von Audi geblieben. Die haben sie wirklich dann, ja, regelrecht dann vergewaltigt auf irgendwelchen Veranstaltungen, privat oder sonst. In den nächsten Jahren bis irgendwann. Ja, weil das damals halt eben nicht viel wert war. Also da hat keiner so einen Bezug zu gehabt oder sowas. Ne? Das heißt, das waren nicht nur alles reine Audi-Werksautos, sondern es war auch Kundensport richtig, wo die Autos gefahren wurden. Ne, ich glaube, das waren alles Werksautos. Alles Werksautos. Ja. Na, irgendwann werden wir mal so einen Vollexperten aus der damaligen Zeit treffen, der es uns mal ein bisschen erzählt. Okay, also du hast Audi
Coupé gekauft erstmal. Genau. Erstmal. Muss das Quattro sein oder scheißegal? Ich sag mal, spart ja viel Arbeit, weil du brauchst, dann hast du schon mal den großen Tunnel, ne? Mhm. Und das ist schon mal auf jeden Fall der Vorteil. Dann sparst du auf jeden Fall schon mal die Sache. Also es gibt mehrere Ansätze, sowas zu bauen. Ne? Du kannst halt einen Audi 80 Zweitürer an Quattro holen und nimmst dann das Heck vom Audi Coupé. Mhm. Wegen der Schräge halt. Ja, ne? Ja. Weil hier geht es ja so los, du musst dann halt zweites Auto, musst dann Audi 80 Zweitürer holen. Mhm. Da ist es egal, Front oder Quattro. Also am besten natürlich günstiger ist natürlich ein Frontantrieb. Und dann machst du die A- und B-Säule, ist dann ja vom Audi 80 dann. Weil der Winkel ist ja ein bisschen steiler. Mhm. Ne? Und weil sonst, weil das Coupé ist wirklich so flach, da kommst du wirklich dann mit dem Kopf hier irgendwann dagegen ja schon dann. Ne? Mhm. Das ist, weil du sitzt auch mit dem Sitz viel weiter hinten im Coupé. Ne? Mit dem Audi 80 ist das alles ein bisschen nach vorne gerückt. Und das merkst du schon. Ne? Das heißt, du sagst, Audi hat sich damals gedacht, wir brauchen einen kürzeren Radstand. Und das machen wir jetzt darüber, indem wir auch zwei Autos zusammen flanken. Ja, genau. Weil und eine Coupé nehmen und nur das Dach draufsetzen geht aber auch nicht, weil komplett vorne, komplett Träger und so weiter. Naja, alles. Also theoretisch ist ja eigentlich von dem Auto jetzt, was jetzt neu dazu gekommen ist, wirklich hier Audi 80 hier A und B-Säule. Mhm. Mit Dach. Mhm. Ne? Das, der Unterbau ist jetzt komplett Audi Coupé. Ah, okay, man kürzt plus Dachaufbau. Genau, ah, genau. Okay. Ne? Also Coupé musst du, schneiden musst du die Autos sowieso in zwei. Ne? Das heißt, übertrieben gesagt, man schneidet an einer Mitte zusammen. 32 cm schiebst du zusammen das Ganze. Macht Cabrio mit neuem Dach drauf. Genau. Da kann ich dir auch noch ein paar Bilder dazu geben. Dann können wir was mal einblenden. Das ist ja kein Problem. Klingt dann siehst du mal, wie es so mal ohne Dach mal aussieht und wie der Audi 80 ohne Dach aussieht. Das ist ein bisschen komisch, aber ja. 32 cm ist die Kürze. Ja, 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 das ist schon deutlich. Boah. Wie das fahren wird, ne? Ja, das muss ich sehr. Also ich meine, die wollten halt damals Rallye fahren, dafür wird es natürlich schön geil sein, weil das natürlich schön wendig. Weil du schnell ums Eck kommst. Ne? Genau. Ja. Aber wenn man so ein Ding, du willst, ich nehme mal an, du willst nicht Rallye fahren? Nee. Da wird das, glaube ich, das Auto auch zu schade sein. Du wirst ja eher. Ja. Okay. Können wir uns das irgendwo angucken, wo du den geschoben hast? Wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Wahrscheinlich. Ja, wir waren hier oder da, genau. Jetzt ist das der Vorteil, ihr seid ja schon, ich sag jetzt mal vorsichtig, Karosseriebauer, ne? Ja, ich habe das schon mal gelernt, ne? Karosseriebau. Ja, siehst ja schon, wo es hier verlängert oder geschnitten wurde, ne? Siehst du, dass es zusammengeschoben ist. Also es gibt viele Ansätze, wo die Autos immer geschnitten werden. Manche schneiden sie in eine Rücksitzbank, der eine macht es wieder im Mitteltunnel. Also jeder geht da unterschiedlich ran an die ganze Sache. Ne? Weiß man, wo Audi die Original geschnitten hat? Also nach den Bildern zu urteilen aus alten Homologationen, die ich da so rausgefunden habe, ist es so geschnitten, wie hier es ist. Mhm. Ne? Weil das hat auch am meisten Sinn für mich ergeben, wegen Verschachtelung von Blechen, weißt du? Mhm. Das heißt, da wo jetzt noch so ein bisschen Teer drauf ist, das ist noch alt? Und das ist noch alt, genau. Das ist nochmal dazugekommen, da ist der Boden verlängert jetzt. Weil theoretisch würde das Auto jetzt bis hierhin gehen, ne? Mhm. Das habe ich jetzt rausgeschnitten, weil du würdest ja mit der Schulter ja hier sitzen, dann sitzt du ja viel zu nah am Lenkrad. Mhm. Und du musst ja ungefähr im Auto ungefähr so sitzen, dass die Schulter ungefähr Richtung B-Säule ist. Mhm. Ne? Dann hast du die optimale Länge, wo du auch vernünftig drin sitzen kannst in dem Auto. Ne? Das hatten sie auch original damals auch so gemacht. Okay, das heißt, du hast es zusammengeschoben und dann aber den ganzen Fußraum quasi wieder nochmal verlängert. Genau. Genau. Ah. Ja. Naja, das ist dann schon. Dagegen ist wahrscheinlich Gitterrahmen und ein paar Carbonplatten reinhämmern wahrscheinlich fast weniger Arbeit. Ja, das ist deutlich weniger. Also, ja, aber hier musst du auch viel gucken auf den Sitzkonsolen, dass da alles in Waage bleibt. Ja, du musst viel messen, ne? Viel messen und gucken. Und jetzt diese kompletten Lochblechträger, die waren original auch so? Was hast du dir denn überlegt? Original laufen die eigentlich so in zwei Streifen hier lang, also relativ schmal. Ich hatte aber nochmal die Quer noch mit reingenommen, damit das eine höhere Festigkeit hat, die Karosse. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, auch wenn es nicht dazu kommen sollte, sag ich mal, mit einem Seitenaufprall, dass du halt in der Sitzkonsole, dass die sich nicht zusammenfaltet halt. Ne? Und dann sitzt, weil viele, was immer vernachlässigen, ist immer im Bodenbereich, den zu verstärken. Mhm. Ne? Und stell dir mal vor, du hast mal so einen Prall, irgendwie so dreist dich mit dem Auto, ja, dann hast du oben den Käfig, dann hält er dich natürlich gut fest, aber im Bodenbereich ist er natürlich butterweich und dann. Ja, kannst natürlich auch mal schlecht aussehen. Ne? Und dann noch das fette Chromrohr hier durch den Schwellen. Ja, genau, das ist nochmal. Ja. Hat die Originale auch so gemacht? Nee, hatten sie nicht. Also, das heißt, das wird hier quasi der TTD Prototyp S1 Upgrade Plus. Ja, genau. Also, es haben schon einige Leute so ähnlich gebaut, wie ich das hier hatte. Hier kommt ja noch der Metallschweller erstmal nochmal drauf und da drauf natürlich noch der GFK-Schweller. Ja, hatten schon ein paar Leute gemacht. Ich habe mir das halt mal ein bisschen abgekupfert. Und macht auch Sinn, das Ganze auch, ne? Vom Seitenaufprall hier. Ne? Weil überleg mal, die Tür, das hält ja alles gar nichts mehr. Ne? Das ist ja alles nur noch Pappe. Ja, das wiegt auch alles nichts. Ne? Das,
das hält natürlich einen Seitenaufprall natürlich überhaupt nicht aus. Klar, Käfig kommt natürlich rein, eine Vollzelle, voll verschweißt, nicht wie Original. Also Original war eigentlich ein, naja, halb, eigentlich ein geschraubter Alukäfig war das. Den hatten sie wirklich an den Gurtpunkten hier festgemacht. Überall, wo du so Bordaufnahmen hast, haben die wirklich dagegen geschraubt. Also eigentlich war das damals echt auf der Kanonenkugel und eigentlich grob fahrlässig, weil wenn du mit einem Alukäfig, weißt du selber, das hält gar nichts. Und dann geschweige denn noch geschraubt, ne? Also du bist mit einem Geschweißen bist du ja schon gut dran, aber mit einem Alukäfig, das ist, war lebensmüde eigentlich, was sie da gemacht haben. Ne? Also ja, völlig, war, völlig krank. Das eigentlich. Ist aber, wenn man sich diese alten Rennautos außerhalb der Rallye anguckt, war ja auch so, wie die da so ohne alles da durch die Gegend gehämmert sind. Ja. Und so. Ja. Das Leben war damals halt einfach ein bisschen schnelllebiger. Ja. okay, ja, also Karosseriearbeiten, Karosseriearbeiten ist hier auf jeden Fall schon mal... Das ist richtig Action, also da musst du echt... ist schon viel Arbeit, ne? Also allein schon die Karosse instand setzen ist ja auch schon mal so eine Sache. Hast ja viel Rost, ne? Gammel und das wird sich ja noch hier zeigen, wenn er zum Entlacken geht, was da noch so alles zum Vorschein kommt, ne? Ja, das ist schon... Was hast du mit dem Auto am Ende vor? Du willst auf der Straßenbahn? Der kriegt eine volle Straßenzulassung, komplett. Weil es werden jetzt einige davor stehen und werden sagen, Alter, ich habe schon Probleme hier meine felgenfarbige Distanzscheibe einzutragen, so ungefähr, ne? Ja, bei dem Auto hast du natürlich den Vorteil, der hat ja vom Werk aus erstmal A Euro 0, ist schon mal super. Das ist natürlich ein mega Vorteil, weil jetzt kannst du natürlich motormäßig, kannst du dich natürlich jetzt da eigentlich rein theoretisch ein bisschen austoben dann, ne? Also da hättest du die freie Wahl eigentlich, was du jetzt da einbaust. Du brauchst halt nur die maximale Leistung dann eintragen und aber keine Abgasnormen mehr vorlegen. Ne? Weil es ja, kannst du ja ohne Cut fahren halt theoretisch. Ja, nee, der soll eigentlich komplett auf Straße. Alles mit allen Eintragungen, allen Pipapo und ja, vielleicht noch für Events irgendwie so mal. Aber eigentlich nicht zum Rennfahren oder auf gar keinen Fall. Also da wäre mir das, glaube ich, das Auto zu schade. Was denkst du an sowas ungefähr an Wert, wenn er fertig ist? Ich denke mal mit der Technik fertig, was ich hier so reinschiebe. Ich denke mal so 350.000 wird das schon mindestens und dann Tendenz steigend immer, ne, sowas. Weil ich denke mal, ohne jetzt zu viel loben zu wollen, die anderen Autos, die so rumfahren, werden auf jeden Fall nicht so präzise am Ende sein. Nee, ich habe mir schon viele angeguckt. Also es gibt ein paar gute, aber wenn man so wirklich ins so ein bisschen Detail verliebt ist oder so und sich das mal ganz genau anguckt, dann naja, ist die Frage, wo hört es auf, wo hört es ein Ende? Ne? Ich finde halt krass bei der Szene, weil es gibt halt wirklich Leute, die kaufen für 3, 4, 5, 800.000 oder 2,5 Millionen auch Originale von den Autos und fahren die danach trotzdem noch in der Rallye, ne? Ja, das so. Ist, ja gut, da musst du aber das Geld auch rüber. Genau, es gibt tatsächlich Leute, die es so weit über haben, die dann wirklich einfach, gib ihm Scheiß drauf. Mhm. Ich will jetzt mit so einem Ding ballern, ne? Siehe auch die historische Formel 1, wo wir neulich waren und so. Wahnsinn. Ja, ja, finde ich aber gut. Ja, ja, klar. Dass mal genutzt wird, weißt du, weil... Und das sind dann halt auch die Leute, die sich an die Zeit noch daran erinnern können. Das waren nicht welche, die jetzt wie wir, keine Ahnung, Ende 20, 30, Ende 30 sind, 40 sind, sondern eher in Richtung 50 und das war halt deren Zeit, ne? So, jetzt haben sie die Kohle und können sich solche Späße erlauben. Das ist ein Muss, denke ich mal. Ich finde es schade, wenn das auch hinterher in der Garage steht, ne? Und dann hinterher, weiß nicht, da irgendwie so Wert, als ja, Wertanlage irgendwie rumsteht, weißt du, das ist irgendwie so unnütz. Wie macht man das bei sowas jetzt, wenn es entlackt ist? Willst du das alles verzinnen, verkitten? Wird das gespachtelt oder wie macht man es bei so einem Rennauto? So diese ganzen Blechübergänge, alles was so geschweißt ist und so weiter? Naja, das wollen wir dann halt mit Spritzen halt, ne? Mit Dichtmasse. Okay, ganz normal. Da kommt ja der Mike nochmal ins Spiel. Ja, der war schon ganz traurig, dass er nicht mitkann. Ja, ich habe ihn heute schon angeschrieben. Dr. Kleb und dich, ja, genau. Der ist wirklich eine Koryphäe. Also ich kenne wirklich keine Person, die so motiviert ist, was... Nee, der hat da echt Bock drauf. So also das ist wirklich seine Erfüllung. Also der hat da wirklich, so wie es Leute gibt, die gerne Schweller einschmeißen, hat er da wirklich Bock drauf. War cool. Ja, das macht er auch ganz gut. Also das war cool. Es wird für so ein Rallye-Auto wieder viel zu gut am Ende. Definitiv. Aber es muss ja irgendwie... Jetzt muss ich auch sagen, zum Beispiel, gerade erste Runde Arbeit gefahren. Und da hat er ja auch diese Verbreiterung. Ich hätte sie einfach dran geschraubt und fertig, ein bisschen angepasst vorm Lackieren. Er wollte unbedingt erst unter dem Anschrauben sie noch festkleben und nach dem Festkleben wollte er unbedingt zwischen Carbon und Lack auch noch eine ganz dünne Naht. Ganz dünne, ja, ja, ja. So, jetzt sind wir die ersten Meter mit dem gefahren. Es hat natürlich alles geschliffen, hier ist was gegengeflogen, so wie das bei einem Rennauto halt ist. Ne? Glaubt man nicht, dass sich da eine Sache gelöst hat. Ne? Also ich dachte die ganze Zeit so drin, boah, jetzt müssen doch so langsam hinten mal so eine kleine Verbreiterung, so eine Ecke mal abfliegen von der Stoßstange oder so. Ne? Naja, es war so akkurat fest, alles sieht immer noch aus wie vorher. Das ist gut. Also das kann schon was. Okay, ja. Hier vorne ist noch leer. Noch leer, ja. Da ist. Da ist noch. Baustelle. Genau. Sieht auf den ersten Blick recht groß aus, oder? Ne? Ja, die hatten viel Platz, ne? Also, du hast ja. Ich habe schon welche gesehen, die haben ja einen V8 mal reingemacht.
Das mit richtig mit Fächerkummer, allem Pipapo, und das passt da ganz gut rein, ne? Weil die ja so breit rausgehen hier hinten. Wie ist das mit Lenkung? Die bleibt aber so, dass sie über das Federbein, so über dem Getriebe. Ja, die sitzt ja hier dran, ne? Hier sitzt ja die Lenkung, geht dann hier durch. Da gab es auch in der Rallye nochmal eine andere Version, da wurde die nochmal mit derselben Befestigung nochmal auf der Seite befestigt. Da haben sie, glaube ich, die Lenkung dann auch nochmal rausgerissen, weil die ganzen Sprünge und das hat das alles nicht mehr ausgehalten, die Position. Und da haben sie nochmal auf der anderen Seite das Ganze nochmal befestigt. Aber an sich diese, keine Ahnung, wie sie nennt, wie ist das, ist eine Zahnstangenlenkung, Pendellenkung, keine Ahnung, weil das sind ja schon so zwei Streben zum Lenken. Ja, du hast das funktioniert. Du hast ja ganz normal, das ist ja eine normale Servolenkung. Das hat dann halt hier den Kolben sitzen, wo halt hier beide Lenkstangen dran sind. Eine ist länger, andere ist kürzer. Und ganz normale Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Unterstützung. Ne? Genau, Schlossträger hatte ich jetzt schon gemacht, schon mal ein bisschen vorgefertigt. Ja, damit das dann schon mal. Aber ist schon so ein bisschen so, sich sein Wunschauto zusammenbauen? Ja, und dann gibt es so ein bisschen TÜV so, ne? Ja, du kannst ja natürlich, also du kannst dich völlig austoben. Aber das ist ja keine Hartzulassung. Das ist eine ganz normale Zulassung. Nee, Hartzulassung kriegst du nicht. Du müsstest ja, wie nennt sich das, zeitgenössisches Tuning, nennt sich das ja dann. Da müsstest du ja irgendwie so gucken, dass du auch viel bei den alten Teilen bleibst. Ne? Ich denke mal, das fängt dann ja schon mit Motor an. Ich weiß nicht, mit Felgen, ob das dann alles so dann klappt dann, ne? Aber das ist mir eigentlich egal, dass es also da. War nie das Ziel, das Ding jetzt eine Hartzulassung zu machen. Ne? Technik, kommen wir später zu, weil hier kommt Spezial rein. Spezial. Also nicht schon noch 5-Zylinder? 5-Zylinder. Aber halt ein bisschen neuer. Ein bisschen cooler, ein bisschen geiler. Ein bisschen besser. So, das heißt im nächsten Video, mal gucken, wie weit wir dann daher sind, beziehungsweise du, ob Auto schon entlackt, ob da schon ein Block drin hängt. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir zusammen mit Mike mal rum, so ein bisschen abdichten, weil was ich ganz cool finde, ist, wir haben bisher immer nur so Reparaturabdichten gezeigt und ich könnte mir vorstellen, dass so Abdichten nach dem Schweißen immer noch mal ein bisschen anders ist. Naja gut, also der Plan ist ja erstmal so Entlacken, dann das ganze Auto wieder nach dem Entlacken erstmal überall, also Roststellen sowieso alles nachbearbeiten. Dann so wie bei Marius so wenig, war damals in der Serie auch mit diesen Steppnähten nochmal sitzen, das war also damals original beim Rallye so. Und dann wirklich die ganze Technik hier bis zum Schluss einbauen, bis zum Kabelbaum, also eigentlich ein fahrfertiges Auto draus machen. Und dann hinterher sagen, alles klar, jetzt passt alles, wieder zerlegen und dann KTL und dann abdichten. Ne? Weil da ist, für sowas ist dann dieses Abdichten, dieses Entlacken auch perfekt, weil bis du diese ganzen Kanten so blank hast, dass du da vernünftig drauf schweißen kannst, dann bist du ja bescheuert. Ja, dann fängst du an, das brutzelt alles nur raus, wieder runterschleifen, nochmal und so weiter. Ne? Nee. Dafür ist das schon perfekt. Was willst du am Ende ungefähr an Leistung haben? Der soll, ja gut, mit der Straßenversion hast du ja dann eigentlich dann 400 oder so einer Straße? 540 kriegst du, glaube ich, eingetragen. Mhm. Ja, für die Straße. Und nach oben ist es ja immer Max. Ja, nach oben ist halt eben Luft, ne? Also ich denke mal so max 700 bis 800 und dann reicht das, denke ich mal, auch so hin für Veranstaltungen oder so, ne? Für einen kurzen Radstand. Weißt du, wie lang der Radstand jetzt hier ist? Wie viel das ist? Oh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Müsste ich mal. Weil, gefühlt sieht es so aus, als wenn der Radstand so lang ist wie vom Arbeit. Also, das kann gut möglich sein. Also Das baut jetzt nur auf, dass das ganze Flügel. Der Arbeit hat, oder hast du einen Zollstock gezählt? Also der Arbeit hat 2,30 Meter. Was das hier so mit der Mitte. So mit der Mitte? Mit der Mitte so ungefähr landet. So, wir haben ja, naja, so 2,25 hätte ich gesagt. 2,26. Das ist die gleiche. Ja? Ehrlich? Aber 2,30. Habe ich gerade gemessen. So ungefähr. Das ist krass. Ja, vor allem so ein Arbeit ist ja gar nichts, ne? Nee, ist ja. Also hier ist natürlich noch diese Überhänge dazu, ne? Ja. Aber dann weißt du, wie das fahren wird, weil selbst bei den Autos sagt man schon immer, das fährt schon krass, wenn du kurz anschaust. Ja, wie ist es denn gefahren? Gut. Also, für eine Rallye will man, dass es genauso fährt, aber wenn du jetzt mit keine Ahnung 200 und eine Kurve hämmerst. Ja, das ist dann, glaube ich, nicht dafür gemacht, dann, ne? Ja, okay. Bodykit ist aber alles Nachbau. Also genau. Ich formuliere es anders. Meinst du, es kommt irgendein Originalteil von damals ran oder alles so sündhaft, unbezahlbar, teuer, dass man keine Chance hat, da irgendwo ranzukommen? Also ich kenne jemanden, der hat doch ein originales Dach, hat er noch. Aber das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob da der Unterschied zwischen Sportquattro und S1, ob da jetzt irgendwie großer Unterschied war, ich glaube nicht. Der hat noch Originale liegen. Ja, gibt natürlich keiner was her. Ne? Also es ist wirklich, du musst wirklich Leute kennen, die da irgendwas aus den alten Regalen da überhaupt noch was abgeben. Die musst du aber erstmal finden. Ne? Die Sportquadros, waren die von Audi ab Werk auch so eingekürzt und so weiter?
Genau, das war ja eigentlich theoretisch, Sportquattro war ja damals eigentlich so, du hast ja die erste Rennstufe, die es damals gab, war ja damals ein Audi Urquattro. Mhm. Das war dann die lange Version, ja, genau, mit breiten Backen. Der ist auch immer noch relativ bezahlbar. Der hieß dann ja damals Audi A2, hieß er ja damals in der Rallye-Version. Dann haben sie angefangen mit dem Sportquattro. Mhm. Das war ja dann theoretisch schon gekürztes Auto, aber immer noch so breite Backen wie der Uri. Mhm. So, und dann haben sie die Evolutionsstufe rausgebracht. Also das war dann schon Evo 1 Sportquattro und das ist ja Evo 2. Mit S1-Technik, also mit dem ganzen Spoilerwerk hier. Ja, das, also Sportquattro ist, gab es ja, weiß nicht, was gab es denn auch wieder so 300. Ja, ich hatte auch 306, habe ich irgendwie im Kopf, ja. 300 Pi. Mhm. Ach krass. Das war ja dann die Straßenversion, ne, für die, ja, Homologation. Ne? Aber auch schon mit dem Dach. Oder das, ohne Dach. Die waren komplett alles schon, alles mit diesen ganzen Kevlar-Sachen, alles schon komplett vom Werk aus, ne? Haben die alle schon gehabt. Ne? Mhm. Kevlar-Kotflügel, Kevlar-Haube, das war alles komplett Leichtbau damals schon, ne? In der Serie. Ja, und Alu-Block schon drin, ne? Vom Werk aus. Ja, das ist schon verrückt, was sie damals gemacht haben. Wie ist das so mit Thema alles so rund um Achse und sowas mit Originalteilen oder baust du auch alles selber? Gibt's Nachbau. Also jetzt für den S1 gab es damals, das waren ja Billet-Radlagehäuse. Mhm. Die gibt es im Nachbau, kann man kaufen. Gab's, war damals schon gefräst auch mit Billet? Ja, waren schon gefräst. Oh, krass. Ja, ja. 80er, ne? Ja, da gab's viele Verrückte, die haben viel probiert damals. Ne? Weil in den 80ern, behaupte ich mal, gab es ja schon eine richtige... Kann auch natürlich auch sein, dass es Gussteile, die nachträglich nochmal bearbeitet, ja, oder aussehen, wie ob sie gefräst waren. Genau, ne? Ja, oder halt, ja, ein komplett gefrästes Teil, aber so händisch, weißt du? Weil ich glaube, in der Maschine, ja, die einen Vorschub hatte, war der ja schon... Ja, entweder die haben da, ich weiß nicht, stundenlang da dran gesessen und jeden Winkel da nachgefräst oder so. Keine Ahnung, um Gewicht rauszuholen. Also die, also, waren, die haben völlig durchgedreht. Die haben so viele Sachen probiert damals. Ne? Alles mit Saugrohren, hier kurz, und lang. Weißt du, warum die andere Achsschenkel drin haben? Warum die das gemacht haben damit? Ich denke mal, einerseits wegen, grundsätzlich erstmal Leichtbau. Mhm. Hast du ja, ne? Dann Festigkeit. Waren ja alles immer sonst immer die, ja, in der Serie, weißt du selber, das sind ganz filigrale Gussteile damals, mhm, gewesen. Das war jetzt nichts Besonderes halt. Ne? Ja. Aber das heißt jetzt so zwei solche Achsschenkel zu besorgen, oder so, auch ein Ding der Unmöglichkeit? Also Originalen, ja, eher weniger. Federbein könnte ich noch irgendwo von jemand besorgen, aber ja, ist für mich aber eigentlich total uninteressant. Ich, ja, will da nicht bei diesen Original bleiben. Also klar, die Achsen will ich schon, diese gefrästen will ich hier reinmachen im Nachbau. Das soll schon also bleiben. Aber jetzt hier Originalteile, auf gar keinen Fall. Mhm. Das kannst du eigentlich nur weglegen und was willst du, wenn du das kaputt kriegst, dann fließt eine Träne dann. Ne? Aber soll logischerweise Quattro werden. Deswegen, ja, bleibt natürlich Tunnel und so weiter. Genau. Weißt du, was die Autos damals so gewogen haben? Originale hatten knapp 1030, 1050 Kilo haben die gewogen. Ne? Das sollte ich eigentlich auch so hinkriegen. Mal gucken, weil mit dem Stahlkäfig wird das nochmal deutlich schwerer. Ne? Aber von der Technik her bin ich ein bisschen besser dran, weil ich werde ja nicht mit Trockensumpf mehr fahren. Weil das war dann alles hier, hat es ja Trockensumpfbefüllung gehabt, ne, auf der Seite. Andere Seite hast du ja Wasserzulauf gehabt, also für Ausgleichsbehälter. Kühlpaket auch alles hinten drin. Also das war schon... Machst du das mit dem Kühlpaket hinten auch drin? Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich das mache. Das heißt, die hatten Wasserkühler hinten stehen? Genau, die hatten hier stehende Wasserkühler gehabt. Das heißt, du hast die Luftanströmung von hier vorne, hast du durch zwischen die Heckscheiben. Innen geht ja die Luft hier rein, hier hast du auch mal Luftgitter. Das wissen wir vielleicht gar nicht, guckt keiner rein. Dann drückst du theoretisch hier die Luft rein, geht durch den Kühler durch und dann wieder hinten wieder aus dem Heck raus. Ne? Mhm. So hatten die das damals gemacht. Eigentlich ganz geil. Ja. Zusätzlich hatten die ja nochmal hier noch eine Belüftung. Ne? Hier im Heckabschlussblech kommt ja noch eigentlich noch so ein gelochtes Gitter hier rein. Ne? Mhm. Damit die noch mehr Abluft wegkriegen. Dann, ne? Ja, da werden schon ein paar Ingenieure damals gesessen haben und sich überlegt haben, wie baue ich maximal ein geiles Auto zusammen. Das wollen wir abnehmen hier. Da wird hier auch noch mal ein bisschen karosseriemäßig ein bisschen ausgetobt hier. Mhm. Bei den Sachen ist das Problem, also ich finde immer diese Seitenteile, dass die immer zu labil immer sind, weißt du, dass du dann irgendwann auch Risse kriegst, da habe ich noch diese ganzen Streben noch mal mit reingemacht. Mhm. Weil das dann, ja, wenn du das noch mit anklebst hier ans Seitenteil, dann hast du richtig festige. Genauso wie das Rücklichtohr hier, das würde ja freistehen jetzt, und durch den kannst du es ja nicht mehr reindrücken. Auch. Ja. Aber krass. Mit den Löchern sieht das natürlich immer schön original aus. Die Sachen kriegst du noch gekauft, ja. Das kriegst du alles noch im Nachbau. Mhm. Das ist möglicherweise sehr gute Qualität auch. Das ist Batteriehalter oder was war das? Genau, das Batteriehalter. Auch die passende Konsole dazu, die schweißt dann später richtig an die Karosse ran. Schraubst dann hier fest und dann hast du auf jeden Fall schon mal die Serie dran. Ne? Was für einen Tank hat der?
Original, also der Rallye hat ja damals ja so einen Motorsporttank gehabt, ne? Mhm. Der hat ja eigentlich gegen die Rückseite, also hier hinten ist er festgeschraubt, ja. Ein Stahltank ist ja eigentlich hier drin, so eine Riesenblase, mhm, ne? Das ist Serie eigentlich. Aber ich denke mal, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt dann mache, weil Tank ist ja immer so eine Sache, man, ne? Normalerweise musst du ja Tank vom Innenraum immer trennen, dürftest es natürlich auch keine Lochdurchbrüche haben, mhm, ne? Weil falls du mal einen Überschlag hast, dann darf das natürlich im Innenraum nicht reinlaufen. Und da bin ich überlegen, ob ich den Originalen vielleicht sogar nehme, weil der ist gar nicht so schlecht, der Tank, finde ich. Also da hast du auch wieder weniger Probleme mit TÜV-Zulassung. Ja. Weil, weißt du, diese Motorsporttanks ist ja vier alles schön und gut, aber im Straßenverkehr ist das wieder so eine andere Sache dann. Ne? Da musst du wieder einen Alutank dafür extra bauen oder einen Kasten, ne? Damit das bloß nichts passiert. Damit das gerade zu ist. Ja, ich denke mal, da sehe ich jetzt keine Vorteile drin. Aber diese ganze Abstützung hatten die Original gar nicht. Da war das komplett hier freistehend. Nee, das war alles freistehend, genau. Krass. Wie viele Stunden sind ihr schon wieder reingegangen? Gute Frage. Ich glaube, das ist seit November. Ich kann ja eins sagen, also so seit November, also mindestens fünfmal die Woche, vier bis fünf Stunden. Mindestens. Krass. Jeden Tag. Also das sind 20 die Woche, halbes Jahr. Ja. Das sind schon 400, 500 Stunden, ne? Ja. Das ist schon viel. Letzter Punkt, Bodykit. Somit nicht original, sondern auch Repro. Was heißt, es wird ja wahrscheinlich noch nicht mal sagen können, was original ist, so ungefähr, ne? Weil die werden selbst damals ja ständig was gewechselt haben, ne? Ja. Mhm. Ja gut, das erkennst du ja ganz gut an den Bodykits, die haben ja meistens immer diesen Aufkleber von dem Hersteller damals, mit diesen drei Pfeilen, ob das, weiß nicht, ob du das noch kennst. Mhm. Auf manchen Abdeckungen ist das manchmal auch so drauf, vorne auf der Ansaugung, bei dem S1. Ich weiß nicht, wie die Firma jetzt damals hieß, aber ich glaube, die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr, die das damals hergestellt hat. Mhm. Ja. Hier sieht man auch nochmal schön, okay, das heißt, dieses Teil hier, das ist tatsächlich noch das von der ursprünglichen Karosse. Genau, das ist Audi Coupé noch, siehst du bis oben hin hier. Und ab hier fängt es ja wirklich hier an, wirklich knallhart. Du siehst es auch von innen in der Säule. Hier ist ja ein Übergang. Mhm. Ja, da ist dann der Übergang zwischen Audi 80 und Coupé. Ja. Also quasi die C-Säule auch eingekürzt von der Tiefe her. Ja, die C-Säule, die musst du sogar verbreitern, ne? Weil der Winkel sich ändert. Ne? Du musst ja mit der C-Säule höher. Weil der Winkel vom Audi 80, der ist ja, weiß nicht, 2,5 irgendwas oder 3 cm höher. Da musst du natürlich mit der Säule natürlich nach oben kippen. Und durch das Hochkippen musst du auch die breiter machen, siehst du auch hier. Du musst die komplett verbreitern, die ganze C-Säule. Ne? Das passt so nicht rein. Ne? Das war damals im Sportquattro original. So. Aber die ganze Säule an sich ist schon hochgekippt? Die ist hochgekippt, ne? Die ist ja hier eingeschnitten und verbreitert. Ne? Komplett. Und wie gesagt, hier hast du den Übergang hier vom Audi 80 zum Coupé. Ja, ja. Und hier hast du ja Coupé zum Audi 80 den Übergang hier. Ne? Aber kannst du machen, wie du willst. Manche schweißen das immer direkt an das Blech. Oder machst einen Cut hier und dann machst du hier einen Übergang. Ne? Also man muss schon stellenweise echt genau hingucken, um es überhaupt noch zu sehen. Ne? Also das ist schon, ja, das musst du schon gut dengeln. Also wenn das schön dengelt, also das sieht jetzt aus wie original. Ja, also deswegen, sagen, also ich musste da auch gerade schon erstmal wieder hingucken. Ja, ja. Auch die Stelle hier. Ja. Nee, das je nachdem, wie schön du es haben willst. Aber so ein Bodykit gibt es jetzt nur von einem Hersteller oder von mehreren Herstellern? Nee, gibt es mehrere Firmen, die sowas anbieten. Ne? Also mir wurde da eine Firma empfohlen, da habe ich mir bei denen das gekauft und ich sag mal so qualitativ hätte ich mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, aber ja, anscheinend sind die alle so ein bisschen so lala, ne? Die Bodykits. Das war ein Rennsport, ne? Ja. Das heißt, kann man sagen, was so ein Bodykit kostet? Das liegt so bei 13.000 Euro ungefähr. Da ist dann drin einmal alles mit Türen, Spoiler und so weiter. Genau, Spoiler, Seitenteile, Heckklappe, Heckspoiler, Frontsplitter, Kotflügel, Front auch noch dazu. Und dann fängst du dir aber an, jedes Teil vorzunehmen? Musst du wirklich, also musst du irgendwo grob erstmal einen Anfang machen, damit du erstmal irgendwo eine Linie reinkriegst ins Auto. Einfach ist es immer so mit der Front natürlich, ne? Aber hier kannst du noch ein bisschen schieben mit der Front. Ne? Also im Karosseriebau fange ich meistens immer gerne lieber von hinten an, weil hinten sind immer die festen Bauteile, die für immer drankommen. Und da kannst du schlecht viel schieben. Ne? Hier kannst du noch über Langlöcher noch ein bisschen so Kotflügel, ganze Front verschieben, vor und zurück oder links, rechts. Das kannst du hinten natürlich nicht mehr machen. Ne? Weil hinten gibt die Karosse einfach das vor. Ne? Entweder passt oder passt nicht. Ne? Das ist halt, so fängt man eigentlich immer an. Ne? Vorne ist natürlich schnell rangeschraubt und klar musst du auch ein bisschen die Löcher ausgleichen. Das ist ja auch schon so, ich habe da die ganzen Löcher eigentlich schon komplett weggemacht und alles selber mir
so ein Blech hier drauf geklebt und dann einfach von vorne angefangen. Das hat mir einfach alles dann aber nicht mehr gefallen, weil du zerdrückst auch die ganzen Sachen, diese Kevlar-Lagen, die zerdrücken sich und dann fängt das an zu knacken. Ja. Ne, und dann hast du überall die Risse um den Lack und das habe ich dann gesagt, nee, dann klebst du richtig überall an allen Stellen, das ist auch an den Scharnieren. Überall, wo du so richtig Haltepunkte hast, musst du immer irgendwas einkleben. Das krass. Das hält nicht. Ne? Und das ist mit den Türscharnieren das Gleiche. Wenn du die Türen anschraubst, dann original, dann hältst du ja mal kurz so dolle fest und reißt sie komplett raus, die Tür. Ne, und jetzt fühlt sich das ja relativ solide an, das Ganze. Ne? Das heißt, man kauft ein Bodykit und fängt trotzdem einfach null an. Du musst eigentlich komplett wieder bei null anfangen, die fast. Ne? Wobei es wahrscheinlich auch Leute gibt, die es hammerhart so anschrauben. Oder meinst du, es geht gar nicht? Nee, also die Bodykits, die ich bis jetzt gesehen habe, die schrauben das alle knallhart so ran. Ne? Ja, da muss aber, man knackt das auch schon. Ne? Oh, guck mal, jetzt sich Chef schon verewigt. Ja, genau, da haben wir der Walter und der Geistdörfer, ne, haben sich da schon verewigt. Die waren neulich im Wolfsburg hier, wie war das? Genau, die haben ja ihre Olympia-Rallye da gemacht und hatten einen Zwischenstopp hier in der Autostadt Wolfsburg gehabt. War auch schwierig, ihn da ranzukriegen, ne? Das war nicht so ganz einfach, aber der von Fans wirklich, der wird überrannt, der Mann. Ne? Also das ist echt, der kam gerade mit seinem Auto von der Rallye da, habe ich ihn gleich darauf angesprochen, ja, ich muss nur kurz noch Auto parken, ne? Und sobald er geparkt hat, wurde er natürlich gleich überrannt, ne? Da war kein Rankommen mehr, ne? Überhaupt nicht. Dann habe ich den irgendwann nochmal später in der Autostadt, habe ich den nochmal zu greifen gekriegt und total cool, ne? Sind wir aber hier komplett durch die ganze Autostadt marschiert, an den ganzen Fans vorbei und zum Parkplatz. Hat sich das Auto angeguckt und fand da cool. Ne? Geil. Ja, man hört immer nur so, dass er mal zu irgendwelchen Autos immer hinrennt. Ne? Mhm. Macht er wirklich, ne? Knallhart. Also so ein cooler Typ, ne? Das ist echt. Ich höre auch immer, dass der halt bis heute auch so krass schnell Auto fahren kann. So, also egal, wo der hinkommt, um ein Auto zu fahren, der setzt sich in diese Porsches bis heute rein und fährt da wirklich Top-Zeiten. Mhm. In dem Alter ist das natürlich auch immer. Ja, das ist schon gut. Ja, geil. Ja, geht noch. Und hat da irgendwas gesagt, irgendwas Spezielles? Ja, fand die Konstruktion ganz gut. Dann mit der Sitzkonsolen, was ich da mir einfallen lassen, aber hinten im Heckbereich, das war da schon sehr ganz interessant, das Ganze. Weil es halt damals halt sich da keiner so eine Platte drüber gemacht hat. War es halt eine andere Reglement. Ne? Musste nur funktionieren. Ja, genau. Da musste wirklich nur funktionieren. Ne? Mhm. Das heißt, jetzt als nächstes noch ein bisschen anpassen, dann entlacken. Genau, dann geht es erstmal zu entlacken. Genau. Da denke ich mal, werden wir wahrscheinlich nochmal ein neues Video nochmal machen. Ja. Ne? Also spätestens, wenn er auf jeden Fall entlackt ist. Ja, genau. Der Moment, kann ich jetzt schon sagen, ist immer der beste. Meinst du, da bleibt da noch was dran am Auto? Ja, doch, der ist ja vom Zustand her schon ganz. Du siehst es ja selber vorher schon so, ne? Nee, aber dieser Moment, wenn du hast monatelang an dieser Corsa gearbeitet. Ja, ja. Und es dauert wirklich nur gefühlt eine Nacht, das Ding kommt raus und selbst alles, was du geschweißt hast, ist auf einmal gleichmäßig. Ja, weil wirklich alles die gleiche Farbe da hat, ne? Ja, ja. So, also der Moment ist schon immer. Ist auch, sage ich, ein übelster Motivationsmoment immer, weil es halt einfach so frisch ist. Das sieht auch geil aus. Das habe ich ja bei Marius gesehen und das war ja Bombe. Ne? Und kannst überall schweißen, alles machen, tun. Ja, auch danach mit dem KTL-Beschicht. Ne? Das ist also eine super Basis auch für einen Lackierer. Ne? Ja. Das ist, eine bessere Basis kannst du ja fast gar nicht mehr schaffen. Ne? Ja. Das ist ja wie ein Neuwagen dann. Ne? Theoretisch dann, ne? Was denkst du, wie ist dein Plan so grob für das Auto? Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wann Schwan jetzt einen Termin oder so, wann er überhaupt Zeit dafür hat. Wenn der dann Zeit hat, dann nehme ich den natürlich. Ich glaube, als ich das letzte Mal da war, waren es irgendwie 180 Autos oder so, die hier standen. Mhm. Aber dann können wir bestimmt mit Meister Swan nochmal ein Wörtchen reden. Ja, wenn der da halt Zeit hat, dann würde ich den auch sofort zerlegen, rüberbringen und dann haben wir zumindest schon mal das Ganze entlackt. Und dann kann ich auch schon zumindest wieder weitermachen an der Karosserie, ne? Steppnähte setzen, dann muss man gucken, Achsen besorgen, Achsen anpassen. Motor rein, ne, die ganzen Sachen, Kühlerpaket, also muss ja wirklich alles bis zum Schluss durchschrauben, dass das ja fast eigentlich anspringt, das Auto. Ne? Das heißt, du willst ihn auch komplett fertig machen, dann zerlegen, dann lacken. Genau. Ist ja auch eigentlich nur so das Sinnvollste für so ein Projekt. Ja, ne? Ja, weil wenn du hinterher im Nachhinein, wenn das in KTL beschichtet ist und dann anfängst du auch welche Löcher zu bohren, weil irgendwas nicht passt, zu schweißen. Tut jedes Loch, tut weh. Genau, du kennst es. Also, ne? geht schon damit los, wenn du nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine Schale in Fußraum festmachen willst oder so, die du da am Ende irgendwie klebst oder so, weil dich nicht traust, also durchzubohren. Ja, für den Käfigbauer ist das natürlich auch ein Vorteil, ne? Ja, für den ist das, ne? Das ist ein Traum dann, ne? Für den nichts mehr anschleifen, nichts, ne? Das ist kein Unterbodenschutz, der von unten sich in die Nähte reinbrennt und so weiter, ne? Das ist schon perfekt. Ja, definitiv. Ja, mega. Geil. Ich sag immer wieder, ich feiere es, wenn es auch Leute gibt, die so viel Mühe, Elan in diese Autos schicken. Wird wahrscheinlich auch bei dir lebenlang so bleiben. Irgendwelche Ideen wirst du immer wieder haben. Ja, das wird ja langweilig, weißt du selber. Letzte Frage, wie bist du überhaupt darauf gekommen, jetzt so ein Auto zu bauen?
Muss ja irgendwie mal so einen Moment gegeben haben, wo du dachtest, so, jetzt habe ich einen Bock auf so ein Ding. Naja, sag mal so, irgendwann hast du ja mal sowas hier in den Kopf gesetzt. Also ich sage mal nicht, ich muss so ein Auto haben. Das war eigentlich immer so unerreichbar, sowas eigentlich, ja, im Gegenteil. Ne? Und da hatte ich eigentlich ja schon den Audi ja schon gehabt, den S4. Und dann gesagt, ja, noch ein Projekt, kannst du vergessen, das sprengt den ganzen Rahmen. Ne? Aber irgendwann hast du das Auto jetzt auch schon über 20 Jahre lang. Und irgendwie durch Zufall über einen Kumpel hatte ich mal gesagt, ja pass auf, frag da mal rum, vielleicht hat er mal so ein Coupé, kriegst du ja mal günstig gegriffen. Ne? Ja, kein halbes Jahr später kam er wirklich um die Ecke, du pass auf, der hat sein Projekt aufgegeben, der ist ein bisschen zu viel für ihn. Ne? Und ja, weiß wie das immer so ist, Kaufreflex, ne? Musste ich kaufen, das ging nicht anders. Und da habe ich gesagt, ey, jetzt komme ich aber einen Schritt näher an so eine Sache, die eigentlich unerreichbar ist. Ne? Also die für mich unerreichbar war, weil wir, weißt du selber, so ein S1, den machst du ja nicht immer jeder so kurz um die Ecke. Ne? Ja, und dann ging es auch ruckzuck, ne? Dann habe ich auch den Audi 80 gleich ein paar Wochen später gekauft, dann eine Richtbank dafür. Ja, und da war natürlich der Groschen gesetzt, ne? Das war eh dann vorbei, dann musste das gemacht werden. Ne? Hm. Das heißt, die ganzen Karosseriearbeiten musst du richtig auf der Richtbank machen? Ja, also, du kannst jetzt nicht irgendwie so schnippschnapp und zusammenschieben? Ja, also, es gibt, also manche bauen sich dann halt irgendwas aus Stahlprofilen, machen sich die parallel und dann bauen sich die Winkelsätze da irgendwie selber. Das war mir aber alles ein bisschen zu ungenau, da habe mir dann eine Richtbank geholt. Mit Haufen alten Richtsätzen. Die habe ich alle so ein bisschen abgeändert, bis das alles gepasst hat. Und jetzt kannst du wirklich das Auto immer geradeaus zusammenschieben. Du kannst es nicht nach links, nach oben, nach weg. Das schiebst du immer hundertprozentig gerade zueinander. Ne? Die Richtbank. Ne? Okay. Das ist echt gut gemacht. Das heißt, richtig auseinandergeschnitten und dann genau zusammen. Du nimmst das halt vorne an den Längsdrehern aufgenommen, Federbeindom aufgenommen, an den Aggregateträgern ist er festgemacht. Hinten das gleiche nochmal. Das heißt, wenn du den durchschneidest, kippt das Auto nicht, geht nirgends in keine Richtung. Ne? Das bleibt dann einfach so stehen, wie es ist. Ne? Das heißt, das wird auch ein S1, der mir eine Gerade fährt. Der wird keine zu vier Spuren ziehen. Definitiv nicht. Ja. Ja, mega interessantes Projekt. Ich freue mich drauf auf die Fortsetzung. Wird natürlich ein bisschen, verständlicherweise, ein bisschen dauern. Also nicht das nächste Video in 2 Wochen erwarten. Das schafft man bei sowas niemals. Aber ich finde es geil, ich finde es cool. Ja, nee, ich freue mich drauf. Das wird cool. Wenn das Ding am Ende fertig ist. Das wird was ganz Besonderes geschaffen. Ich denke mal auch. Sieht auf jeden Fall jetzt schon einfach nur krass aus. Ja. Weil wenn ich mir dann überlege, du stehst so irgendwo an einer Ampel und das Ding fährt vorbei. Was so in freier Wildbahn. Denkst du, was das hat er da irgendwie jetzt ein altes Rennauto rausgeholt? Falsch abgebogen? Ja, einfach Kennzeichen angeklatscht und fertig. Ne? Ja. Mega. Ich würde sagen, haben wir wieder ein bisschen Content zusammen hier, jede Menge Technik. Jetzt wissen wir endlich, wie so ein Ding gebaut wird. Als nächstes wird er entlackt. Dann sieht man wahrscheinlich noch mal noch viel mehr, wie wo was geschweißt wurde oder so. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.